Tralala. Der Kasperl, der ist wieder da. Grabuzi, kaputti Kinder, ich freue mich ja so. Freut ihr euch auch? Ich freue mich so, wenn ich wieder einmal bei euch an der Schule sein darf. Ich komme ja so gerne ins Landesschulzentrum für Bewegung und Sprache, weil da immer alle Kinder so brav sind. Aber eins muss ich sagen, ich kann euch fast nicht hören. Ja! Kinder, seid ihr alle da? Ja! Aber einer ist heute noch nicht da. Ich glaube, ich habe ihn verloren. Welcher? Wisst ihr, wer heute noch fehlt? Seppi! Der Seppi, richtig. Können wir den Seppi rufen? Seppi! Ja, Seppel, wieso denn? Ja, weil ich so aufgeregt bin. Ja, aber wieso bist du denn so aufgeregt? Weil mir die Großtante Betty einen Brief geschrieben hat. Und du weißt schon, das ist die Schwester von der Großmutter. Und die Großmutter, ja, die ist bei ihr in Amerika auf Urlaub. Ja, aber das weißt du doch, Seppel, warum bist du denn deshalb so aufgeregt? Der Großmutter geht es bei der Tante Betty sicher gut. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Weil die Tante Betty schreibt Folgendes. Lieber Seppel, ich schreibe dir, weil die Großmutter vor 2 Tagen einen Spaziergang ins Indianerreservat gemacht hat. Seither ist sie aber nicht mehr aufgetaucht. Oh, ich habe schon versucht. Ich habe sie gesucht, habe sie aber nicht finden können. Bitte komm auf schnellstem Wege zu mir nach Amerika, schreibt sie. Wir müssen die Großmutter finden. Und bring unbedingt den Kasperl mit, schreibt sie auch noch. In größter Sorge, deine Tante Betty. Ja, ja, Seppel, da müssen wir ja unbedingt nach Amerika und die Großmutter suchen. Die Arme hat sich sicher wieder verlaufen und findet nicht zur Tante Betty zurück. Ja, aber wie kommen wir denn nach Amerika? Gehen wir da zu Fuß oder fahren wir mit dem Fahrradl? Gesäppel! Da ist ja der Atlantik dazwischen. Zu Fuß oder mit dem Radl geht das nicht. Kinder, was glaubt ihr denn, womit wir denn am besten nach Amerika kommen? Flugzeug! Mit dem Auto vielleicht? Flugzeug! Mit dem Auto vielleicht? Flugzeug! Flugzeug! Ach, du Seppel! Die Kinder meinen, es geht am besten mit dem Flugzeug. Aber wo kriegen wir denn ein Flugzeug her? Ach, ich hab's. Eine von den Lehrern hat bestimmt ein Flugzeug. Ich frag sie einfach einmal. Frau Preißler! Frau Preißler! Die ist nicht da, die Frau Nigel ist da. Frau Nigel! Frau Nigel! Ja, haben Sie zufälligerweise ein Flugzeug, das Sie uns vorführen können? Ja, dann fragen wir jemand anderen. Ja! Wen fragen wir denn? Frau Pepe Qualner, haben Sie ein Flugzeug, das Sie uns borgen können? Leider nicht. Und die Frau Buchner auch nicht? Auch nicht, leider. Ui, Seppel, wie kommen wir denn dann nach Amerika? Mit Schiff! Habt ihr eine Idee, Kinder? Schiff! Das dauert doch viel zu lange. Ja, ich hab's. Vor 2 Jahren hat uns doch der Herr Direktor ein Flugzeug schon einmal geborgt, wie wir in Afrika waren vor 2 Jahren. Tatsächlich, das ist eine gute Idee. Wir laufen sofort in die Direktion und fragen. Der Herr Direktor erlaubt uns bestimmt wieder, dass wir sein Flugzeug ausborgen. Ja, und dann laufen wir nach Hörsching und fliegen nach Amerika. Nach Hörsching? Herr Direktor! Können Sie uns Ihr Flugzeug borgen? Wir müssen unbedingt nach Amerika. Die Großmutter ist verschwunden. Was passiert jetzt? Bitte landen! Ho! Ho!
Ho, ho! Was müssen Sie denn, meine alten Augen? Viele junge Bleichgesichter auf Besuch im Reservat, hau! Ich, Häuptling Sitting Bull. Junge Bleichgesichter können sagen Sitting Bull. Sagen Sitting Bull. Sitting Bull. Nein, 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 no, no. Nicht Doppel Null. Ich, Sitting Bull. Wie heißt richtig? Sitting Bull. Ah, auch nicht kaputt, der Stuhl. Ich, Sitting Bull. Wie heißt richtig? Sitting Bull. Ah, jetzt passt mein Name. Ich, Sitting Bull, bin letzter großer Häuptling von Stamm der Plattfuß-Indianer. Ho! Wie heißt mein Stamm? Plattfuß-Indianer. No, nicht letzter Mohikaner. Ich, Plattfuß-Indianer. No, wieder falsch. Nicht Wobosama. Ich, Plattfuß-Indianer. Ah, liebe Jungbleichgesichter, Sitting Bull nun schon 100 Winter alt. Sitting Bull ganz anderer alter Häuptling. Manchmal ich hören schlecht. Aber auch manchmal ich sehen schlecht. Aber wissen, was am allerschlechtesten. Kann ich nix mehr jagen, Bison. Und weil ich nix mehr jagen, Bison, ich nix mehr habe zu essen. Und weil ich nix habe zu essen, ich habe Hunger. Und weil ich habe Hunger, ich mache einen Kriegstanz. Hunger, 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 hau. Hunger, 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 hau. Ja, Hunger. Sitting Bull, hast du den schon wieder Hunger? Oh, Hunger, 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 hau. Du hast doch ja eh schon 3 Teller von meinem Erdäpfelgulasch gegessen. Hunger, 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 hau. Ist noch was im Kopfkopf drin? Ich esse eine Schau. Ja, freilich ist noch ein Erdäpfelgulasch im Kochtopf. Kinder, Kinder, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die Indianer in Amerika für große Erdäpfeln haben. So große und schöne Erdäpfeln habe ich in Österreich noch nie gesehen. Hunger, 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 hau! Die Großmutter, die kocht so gut, vielleicht wird sie meine Frau. Deine Frau kann ich nicht werden. Ich muss ja wieder zurück zu meiner Schwester, der Tante Betty. Sie wird sich sicher schon Sorgen machen. Ich bin ja schon den 3. Tag im Indianerreservat, ohne Handyempfang. Und dann muss ich in 2 Wochen auch wieder zum Kasperl und zum Seppel nach Österreich zurück. Die freuen sich sicher, wenn ich ihnen auch wieder einmal ein Erdäpfelgulasch koche. Hunger, 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 hau! Das Erdäpfelgulasch schmeckt so gut, das weiß ich ganz genau. Das freut mich sehr, dass dir mein Gulasch so gut schmeckt. Kinder, ihr müsst nämlich etwas wissen. Der Sitting Bull ist schon 100 Jahre alt und hat immer nur Bisonfleisch gegessen. Dabei wachsen bei ihm die allergrößten und besten Erdäpfel. Aber gegessen hat er immer nur Bison. Und wie ich ihn vor 3 Tagen im Reservat getroffen habe, war er schon ganz schwach, weil er in seinem Alter keinen Bison mehr jagen kann. Und die Bisons auch schon ganz selten geworden sind. Und da hat er seinen Kriegstanz aufgeführt, weil er so einen Hunger gehabt hat. Hunger, 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 hau! Wo sind denn nur die Bisons hin? Ich weiß es nicht genau. Und da hat er mir so leid getan. Und ich habe ihm einen großen Topf Erdäpfelgulasch gekocht. Die Zwiebeln und die Erdäpfel wachsen ja hier überall. Und schmecken tut es ihm viel besser als dieses zähe Bisonfleisch. Hunger, 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 hau! Großmutters Gulasch schmeckt am besten, das weiß ich genau. Und nach dem Essen legen wir uns immer in den Wigwam von Sitting Bull. Denn Wigwam ist ein riesengroßes Indianerzelt. Und in dem Wigwam machen wir dann ein gemütliches Mittagsschläfchen. Hunger, 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 Hun
Wir machen jetzt ein Mittagsschläfchen in dem Wigwambau. Großmutter, ich bin müde. Legen wir uns ein wenig nieder und dann decken wir uns mit dem Bisonfell zu und schlafen ein wenig. Gute Nacht, Kinder! Gute Nacht! Gute Nacht! Grabuzzi, Kapuzzi! Das Flugzeug vom Herrn Direktor fliegt aber schon super. Mit dem sind wir jetzt in 12 Stunden von Hörschen bis zur Tante Betty in Amerika geflogen und jetzt sind wir schon im Indianerreservat, um die Großmutter zu suchen. Oh, Kasperl, mir ist noch ganz schwindelig von der Fliegerei. Und der Magen, der tut mir auch schon weh. Ja, Sepp, ist er denn noch schlecht vom Starten oder vom Landen? Na, schlecht ist mir nicht, aber ich glaube, schön langsam kriege ich einen Hunger. Ich habe ja in Isidor nur 10 Krapfen gegessen. Und das ist schon so lange aus. Ah, du hast recht, Seppl. Ich habe am Landesschulzentrum für Bewegung und Sprache auch nur 10 Krapfen gegessen. Ich glaube, ich kriege auch schon wieder einen riesen Hunger. Ja, wenn doch nur die Großmutter bald zum Finden wäre. Die würde uns bestimmt was Gutes kochen. Kinder, wisst ihr was? Ja. Wir suchen sie. Könnt ihr uns beim Rufen helfen? Großmutter! 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 Kinder, horcht einmal. Ich höre da so ein komisches Geräusch. Das klingt ja fast so, wie wenn ich dann René ein Grizzlybär schnarcht. Hat die Großmutter schnarcht sicher nicht so laut. Die schnarcht doch nur ein bisschen, aber sicher nicht so laut. Was sagt ihr da dazu, Kinder? Wer schnarcht denn so, Kinder? Ist das der Häuptling? Doppel-Null? Habt ihr eine Idee, wer da so schnarcht? Ich weiß. Wer ist es denn? Wer weiß denn? Wer schnarcht denn, wer schnarcht denn da so laut? Vielleicht ist der Grizzlybär. Kinder, ich verstehe euch so schlecht. Was sagt ihr denn? Der Indianerhäuptling Doppel-Null. Ja! Oder kaputter Stuhl. Na! Du Kasperl, ich glaube, das ist mein Magen, der so schlimm knurrt. Nein! Nein! Also, du hast recht. Nein! Wieder! Mein Magen knurrt auch schon so laut, ich muss unbedingt was essen. Du Kasperl, hier riecht es schon richtig ausgezeichnet nach Essen. Kinder, wisst ihr, was da so gut riecht? Was riecht denn da so gut, Kinder? Topf! Ein Topf! Was ist denn da drin? Ein Erdäpfelgulasch! Ein Erdäpfelgulasch! Wisst ihr, wo das ist, Kinder? Da! Im Topf! Im Topf! Da! Ja, Seppl, schau! Das riecht ja wirklich wie bei der Großmutter zu Hause. Und es riecht ganz für uns wie daheim. Kost einmal! Ich muss da gleich einmal kosten. Jawohl! Und, was sagst du? Das schmeckt ja wie zu Hause. Ah, du hast recht, Seppl. Ich koche noch einmal. Das Gulasch schmeckt wirklich super. Aber wieso kocht hier jemand in der Wildnis ein Erdäpfelgulasch? Oma! Hunger! Hunger, Hanger, Hau! Wer macht bei meinem Wigwam so einen Radau? Wer steht denn da beim Kochtopf? Hunger, Hanger, Höß! Wer stiehlt mir denn mein Gulasch? Ich glaube, ich werde jetzt bös. Kasperl, ich glaube, der Schnarchen hat aufgehört. Ja, Seppl, du hast recht, ich höre auch nichts mehr. Kinder, wisst ihr, wer da so geschnarcht hat? Siebenbund! Ja, und wisst ihr auch, wer dieses köstliche Gulasch gemacht hat? Der Oma! Die Großmutter! Was? Die Großmutter! Großmutter! Wer ist sie denn? Wer mir stimmt mein Gulasch, den hau ich grün und blau. Kasperl, Vorsicht, ein Indianer auf dem Kriegsplatz. Oh, Hilfe, Kapuzzi, der rennt aber schnell. Ui. Hunger, 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 hau. Wer mir stiehlt mein Gulasch,
den hau ich grün und blau. Das. Ach, Kinder, hab ich gut geschlafen. In so einem Wigwam ist es ja so gemütlich. Und das Bisonfell ist so angenehm zum Zudecken. Aber geträumt habe ich einen Blödsinn. Der Kasperl und der Seppel sind nach Amerika geflogen, weil sie es ohne mein Erdäpfelgulasch nicht mehr ausgehalten haben. Krawuzi Kapuzi, so ein Indianer ist aber ganz schön schnell. Hunger, 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 hau. Wenn ich dich erwische, hau ich dich grün und blau. Ja, wer mag denn da schon wieder so einen Lärm? Der eine schaut ja aus wie der Kasperl und der sieht den Bull, der rennt wie ein Junger. Kapuzi, Kapuzi, ich kann nicht mehr. Der kaputte Stuhl hat mich durch das halbe Reservat gejagt. Hunger, Hunger, Hunger. Hunger, Hunger, hau. Ich krieg schon wieder Hunger. Ich weiß es ganz genau. Ja, das ist ja wirklich der Kasperl. Und der Seppel kommt auch da hinten angelaufen. Und der Sitzingbull hat wahrscheinlich wieder Hunger. Ich werde ihn einfach rufen und die Kinder helfen mir. Kasperl! Kaputi, Kaputi, da ruft nicht mehr. Ah, das ist ja die Großmutter Seppel. Ich hab die Großmutter gefunden. Ja, tatsächlich die Großmutter. Nein, so eine Freude, wir haben dich ja überall gesucht. Hunger, Hunger, Hunger. Hunger, Hunger, hau. Wer sind denn die zwei Kinder? Ich kenne sie nicht genau. Seppel! Das sind doch keine Diebe. Das sind der Kasperl und der Seppel. Von denen habe ich dir schon so viel erzählt. Die beiden sind extra nach Amerika gekommen, um mich zu besuchen. Oh, das ist eine große Ehre für mich. Ich einlade Kasperl und Seppel zu einem Festessen. Es gibt natürlich ein Erdäpfelgulasch von der Großmutter. Schmeckt das gut. Und nach dem Essen lernen wir dem Sitting Bull noch ein Lied, damit er nicht immer nur Hunger, Hunger, Hunger singen muss. Und das geht so. Und alle Kinder singen mit, wenn sie es können. Ja, tri, tra, tra, la, la, tri, tra, tra, la, la, Kasperl war in Amerika. Ja, und die Kinder singen laut mit. Tri, tra, tra, la, la, tri, tra, tra, la, la, der Kasperl war in Amerika. Einmal geht's noch. Tri, tra, tra, la, la, tri, tra, tra, la, la, der Kasperl war in Amerika. So, liebe Kinder, heute ist das Kasperltheater aus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Faschingsdienstag. Geht's dann in die Klasse, packt euch zusammen und um 12 Uhr holt euch heute der Schulbus ab. Bis zum nächsten Mal. Baba. Wiedersehen.